Der Markus Schreuder von den Grünen in Wien ist am Rednerpult. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Und als Freund der Steiermark darf ich Sie natürlich auch ganz herzlich von Wien aus grüßen und alles Gute für die Vorsitzführung wünschen und auf ein produktives halbes Jahr, das wir gemeinsam verbringen werden. Und sehr geehrte Frau Ministerin, auch von meiner Seite natürlich herzliche Gratulation. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie es nachher wird. Ich bin kinderlos. Ich bin auch keine Frau. Aber ich erlaube mir trotzdem, auch als jemand, der sehr lange dafür gekämpft hat, dass Regenbogenfamilien als Familie anerkannt werden, erlaube ich mir sehr gerne, zu diesem Thema mich heute auch zu Wort zu melden. Möchte aber vorab schon auch sagen, dass es mir heute Morgen sehr ähnlich ging wie meine Kollegin Frau Gruber-Brunner. Als ich die Bilder aus Wien-Simmering von heute Morgen gesehen habe, ist es mir nicht gut gegangen. Ich habe ab den frühen Morgenstunden schlecht geschlafen. Ich habe einen Facebook-Postung einer Bekannten von mir gelesen, deren Tochter mit einer der Kinder sehr gut befreundet war, die gestern Österreich verlassen musste. Und ich weiß gleichzeitig, natürlich, das war ein ausjudizierter Fall. Ich will mich hier überhaupt nicht über den Rechtsstaat erheben. Es basiert auf Gesetzen, die nicht wir beschlossen haben, sondern die einst von SPÖ und ÖVP beschlossen worden sind. Ich weiß allerdings auch, dass es keine Verpflichtung zu einer Abschiebung gibt. Und ich wollte es hier in diesem Kammer als produktiven Ansatz einbringen. Das Bleiberecht war einmal Länderkompetenz. Und es ist durchaus auch die Frage, die ich jetzt einfach ganz offen stelle, ob das nicht auch sinnvoll ist, dort, wo die Menschen sich gut kennen, die Entscheidung getroffen werden soll, ob Menschen hier gut integriert sind, hier geboren sind und eigentlich woanders kaum noch Perspektive haben, zumal, wenn sie in diesem Land nicht geboren sind und dieses Land, wohin sie geschickt werden, nicht einmal kennen. So viel dazu. Die Agenten Familie und Frauen zusammenzulegen, ist, wie wir schon gehört haben, auch in Ländern durchaus üblich, wie es zum Beispiel auch in Kärnten üblich ist. Und da würde ich sagen, da ist es eher die gemachte Politik entscheidend und nicht, welches Label man wohin hängt. Ich denke, dass in der Familienpolitik uns sehr, sehr viel gelungen ist. Und ich möchte mich auch ausdrücklich dafür bedanken, weil das, was im Familienhärtefonds, und den haben wir laufend erhöht in der Covid-Krise, und ich glaube nicht, dass das irgendeine Perspektive aus einer Blase wäre oder aus einer privilegierten Ebene, wie vorgeworfen worden ist. Dieser Familienhärtefonds ist tatsächlich für die Härtefälle gedacht. Und da haben wir sehr viel geholfen. Und ich bin ausdrücklich dankbar dafür. Wir tun viel für die Belastungen für die ganzen Familien. Wir wissen alle, dass diese Covid-Krise in ungeahnter Weise Menschen treffen. Vor allem Alleinerziehende, die zu Hause, oft nur in einem Raum lebend, dann Homeoffice und Kinderbetreuung und Homeschooling vereinbaren müssen. Das ist alles andere als lustig. Und keiner von uns möchte das tun. Es ist nur leider notwendig, weil wir in einer Pandemie sind. Und manchmal habe ich wirklich den Eindruck, der Herr Kollege Steiner dreht schon die Augen, rollt die Augen. Ist völlig richtig. Aber es ist leider so, dass wir Menschen derzeit vor der Corona-Infektion schützen müssen. Es hilft nichts. Tatsache ist auch, dass Frauen hier definitiv eine Hauptlast tragen. Und dem muss man natürlich auch Rechnung tragen. Ein wichtiger Punkt, den wir hier auch behandeln können und müssen, ist natürlich die Jugendarbeitslosigkeit. Und hier bin ich sehr froh, dass die Szenarien, die ja auch von den Expertinnen und Experten prophezeit worden sind, nicht in dieser Form und dieser Härte schlagend geworden sind. Da haben wir auch viel für die Lehrlinge gemacht und da können wir auch wirklich stolz darauf sein. Da haben wir vielen Jugendlichen ganz massiv geholfen und wir werden nichts locker lassen. Da werden wir weiterhin stark sein müssen und solange diese Krise anhält, diese Leute helfen müssen. Und wir tun es. Und ich bin stolz darauf, dass diese Bundesregierung diese Verantwortung übernimmt. Kinderarmut ist natürlich auch eine der ganz großen Herausforderungen, gerade jetzt in der Covid-Krise.
Wir haben ja jetzt einen neuen Studienauftrag gegeben. Da hatten wir noch immer Daten aus dem Jahr, man glaubt es ja kaum, aus dem Jahr 1964. Umso schöner, dass wir hier jetzt gemeinsam Anstrengungen heben, um die Daten auch zu aktualisieren, weil man dann auch viel besser natürlich politisch agieren kann. Auch von meiner Seite her dafür ein herzliches Dankeschön. Und wir werden jetzt sehr bald, sehr oft über Konjunkturpakete sprechen. Natürlich ist die Investition in Lehrlinge, in Schüler, Schülerinnen, Studentinnen und Studenten die nachhaltigste Investition. Weil das ist sozusagen, ich sage das jetzt mal ein bisschen, ich sage das ungern, wenn es um Menschen geht, aber das ist schon ein Humankapital der Zukunft. Ja. Das ist eine sehr nachhaltige Investition und eine sehr sinnvolle Investition. Und ich erlaube mich auch als Mann zur Frauenpolitik mich zu Wort zu melden. Weil Frauenpolitik ohne Männer ist sinnlos. Es muss auch von den Männern mitgetragen werden. Und ich trage als Mann den Feminismus sehr gerne auch hoch. Das sage ich ganz bewusst. Und wir haben auch Dinge gemacht, gendergerechte gemacht, die auch nicht alle teilen hier im Haus. Und ich bin schon stolz darauf, dass wir das Pensionssystem gendergerechter gemacht haben, dass wir mit der Ausgleichszulageerhöhung und mit der Frühstarterinnenbonus hier eindeutig für andere Erwerbsbiografien und besonders für Frauen viel erreicht haben. Da bin ich besonders stolz darauf. Und dass wir das, Frauenbudget um 43% erhöht haben, das hat, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, das ist einmalig in der Zweiten Republik. Und das hat diese Bundesregierung gemacht. Vielen Dank, Frau Ministerin. Applaus. Arbeitsmarktstiftung, die wir gegründet haben, mit 700 Millionen Euro im Übrigen. Ich meine, das ist jetzt nicht nichts, ja, wo wir insbesondere einen Schwerpunkt für Frauen in der Arbeitslosigkeit festgehalten haben. Das Hass im Netzgesetz, das besonders Frauen ja immer wieder betroffen hat, da ist auch eine starke Stärkung für Frauenrechte, die wir auf jeden Fall unterstützen. Und eine Kleinigkeit wie die Mehrwertsteuerverringerung bei Hygieneartikeln für Frauen ist auch wirklich sehr wichtig. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Wir werden weiter streiten über verschiedene Konzepte von Familienpolitik und Frauenpolitik. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ich wünsche Ihnen für die zusätzlichen Agenden, die Sie jetzt haben, alles erdenklich Gute. Frauenpolitik ohne Männer sei sinnlos. Männer müssten Frauenpolitik mittragen, betont Markus Schreuder von den Grünen Wien.